Guten Morgen. Genau, das ist das erste Video im Jahr 2022. Deshalb wünschen wir euch ein frohes neues Jahr. Genau, ein frohes neues Jahr. Heute gibt es selbstgemachte Nudeln. Unsere liebe Luna. Jetzt kippen wir hier mal das Mehl rein. So sieht das aus. So, jetzt kommt noch Wasser dazu. So ein bisschen Wasser. Hier kommen die ersten Würmchen. Ja, also die Anfänge sind ein bisschen unschön, weil die kann man jetzt sich in der Länge machen, wie man möchte. Kurz, aber nicht zu lang. Das ist uns ja schon fast die Spaghetti. Dann sticht man die einfach ab. Wenn man das Nudelchen haben will, dann macht man es halt kürzer. Und hier sind die Nudeln. Wie gesagt, die sind jetzt noch nicht gekocht. Die sind ganz, ganz frisch. Ich habe es gerade probiert. Also die Nudeln, die sind so lecker geworden. Ein reinstes Gedicht. Ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Ich habe noch ein bisschen Pfeffer drüber gemacht. Fertig mit Tischdecken. Da, und jetzt warten wir noch auf Pascal. Der wird jetzt jeden Moment kommen. Die Kinder sind noch im Badezimmer, machen sich fertig und dann können wir frühstücken. So, guten Morgen, Pascal. Guten Morgen, frohes Neues an die liebe Gemeinde des Jahres 2022. Du setzt dich dahin, okay. Guten Morgen, Marlon. Morgen. Morgen, Lennox. Hallo. Morgen, Betty. So, dann werden wir jetzt erstmal gemeinsam Hallihallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute zeige ich euch ein leckeres Rezept Schoko-Bananenblumen. Ich zeige euch Schritt für Schritt, wie ich sie gemacht habe und wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dem Video. Was machen wir heute, Jilla? Wir machen heute Pedler. Pedler, genau. Ja, wir haben ja schon mal hingelegt, was wir alles brauchen. Das ist circa ein Kilo Mehl, 800 Gramm lauwarmes Wasser, ein Würfel Hefe, 2 Teelöffel Salz. Genau, später kommt dann noch Öl dazu. Lennox, die freuen sich schon, wenn die von der Schule kommen und gleich Pedler essen. Und Maddie, der möchte jetzt auch noch essen, ne? Ja. Bevor es in den Mittagsschlaf geht. Ja. Ja, okay. So, hier sind die, die der Maddie ganz alleine gemacht hat. Guck mal. Wow, pass auf, es ist heiß. Lecker. Eis. Heiß, ja, musst du aufpassen. Ne, der ist nicht heiß, aber die sind heiß, ne? Guten Appetit. Schmeckt gut, Maddie? Mhm. Okay. So, ich zeige euch einmal nochmal, wie sie von innen aussehen. Super lecker, fluffig. Also sie schmecken wirklich richtig, richtig lecker. Also das haben wir jetzt rausbekommen. 1 Kilogramm Mehl. Einmal so eine ganz große Schüssel. Ja. Das ist ja. Und den Teller hier. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Pascal angekommen. Moin, Meister. Die Kids haben sich schon hier gemütlich gemacht. Moin. Und jetzt bin ich mal gespannt. Maddie, du sitzt auf dem Tisch. Auf dem Thron.
Oh, oh. Die kleine Freundin. Ich hab's gehört. Die kriegt die ganze Zeit Stromschläge. Ja, also von der Couch. Tja, ihr steht halt unter Strom, ne? Jetzt haben Spaß hier immer. Ja, bin ich mal gespannt, was du gleich zauberst, Pascal. Ich auch. Du wirst uns mal berichten. Mal gucken, ob es gelingt. So, Pascal macht uns heute ein Sandwich mit seinem neuen Grill hier. Unbezahlte Werbung, aber es sieht ganz cool aus. Bin mal gespannt, wie es schmeckt. Hier hat er auch was kreiert. Das muss Pascal euch dann mal gleich erklären, was das ist. Ist auf jeden Fall eingelegt in Knoblauchsoße, so kleine Brötchen mit Käse und Tomaten. Hab ich recht? Ja, das sind Schiffchen. Schiffchen. Russisches Rezept habe ich von Russen. Ah, richtig okay. Gut. Also das Essen ist jetzt fast fertig, ein paar Sandwiches fehlen noch. Die macht Pascal jetzt noch eben. Auf jeden Fall sieht das schon mal hier sehr, sehr lecker aus. Oder, Maddie? Ja. Ja, das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Ja. Und die Sandwiches sehen auch cool aus. Pascal mit Käse, Salami und ein paar Soßen. Ist das lecker? Ja. Das probieren wir jetzt. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute zeige ich euch meine Puddingschnecken. Ein super leckeres und einfaches Rezept. Ich zeige euch Schritt für Schritt, wie ich sie gemacht habe. Hast du die Kamera gerettet, wa? Hast du gesehen? Ui, aufstehen! Aufstehen! Jetzt hatte ich Angst um euch. Er ist genau hier hingefallen. Oh mein Gott. Der hier. Ha? Der wäre beinahe auf die Kamera gefallen. Ja. Ist zum Glück auch von dem Sturm nichts kaputt gegangen. Also ich glaube, ich werde gleich den Maddie einmal schlafen legen drinne. Ich glaube, der Maddie ist ein bisschen müde. Oder Maddie? Ja. Ja. Das Problem ist, der hat sich jetzt mit dem anderen hier verkeilt. Ich sag's euch. Es wird einen Vlog nur über diesen Baum geben. Oh, mein Mist. Oh, oh, oh. I will run, run away. I don't have to plan it. I can go, change my fate. You won't understand it. All alone, that's okay. People like it, stand man. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. Leiter ist kaputt gegangen. Ja, scheiß auf die Leiter. Ja, die Leiter ist egal. Aber der ist gut gefallen sonst. Ja. Und, guck mal die Leiter an. Oh, shit. Die liegt jetzt hier drunter. Ganz besonderes Video, denn heute hat mein Sohn Lennox Geburtstag und wird 9 Jahre alt. Es ist vollbracht. Ich habe meine Muffins fertig und meine kleinen Erdbeerpinguine. Also ich glaube, die sind ganz süß geworden. Ja, trinken wir erstmal ein bisschen Kaffee und Kuchen. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Lennox. Happy Birthday to you. Das musst du noch lernen, wa? Wo gehen wir hin? In Zirkus! Der Lennox ist schon so aufgeregt. Ihr glaubt das gar nicht. Die 2 Stunden, die gingen jetzt überhaupt nicht rum, oder Noxi? Ja. Na gut. Wir machen uns fertig und ich nehme die kleine Kamera mit. Mal gucken, ob ich für euch filmen kann. Wenn nicht, dann erzählen wir euch später, wie es war. So, wir sind jetzt angekommen. Jetzt haben wir aber noch eben 20 Minuten Zeit. Maddie schaukelt. Und da ist der Zirkus aufgebaut. Ha? Das war Peter, ja. Genau. Mal gucken, was uns gleich erwartet, ne? Ja, mal gucken, wie Lennox uns wegzaubert. Genau. Da hinten wird schon vorbereitet, da ist Verkleidung und alles. Ich bin ja mal gespannt, was uns erwartet. Thank you.
So, wir haben einen guten Sitzplatz hier. Ne? Ja. Maddie hat auch einen Stuhl. Das Familienkanal? Bist du sprachlos, wa? Sonst redest du immer so viel. Hallo, wir sind hier. Wo sind wir denn? In Emden, in so einem Meer hier. Also nicht mehr. Ja, am Hafen. Am Hafen. Da geht ja auch am Delft. Schiffe. Hinten ist sogar ein Hausschiff. Hausboot. Oh ja, das sieht echt cool aus. Ne, gebe ich die Reporter an niemand weiter. Genau, niemand wollte was erzählen. Okay. Los geht's. Ich bin gar nicht vorbereitet. Ich habe meinen Text vergessen. Kannst du bitte meinen Text hinter der Kamera halten, Florian? Hey, wo ist dein Text? Sehr geehrte Damen und Herren, wir befinden uns momentan in der Hafenstadt Emden. Am sogenannten Delft. Sehr gut. Zu unserer Linken sehen Sie unser Hafenrestaurant als Schiff gebaut, wo man Speisen und Trinken günstig erwerben kann. Schönes Hausboot von den Holländern. Wo ist es denn hin? Da. Ja, der ist doch voll Profi, Florian. Du bist voll Profi. Ihre Pizza, Salami-Pizza. Extra kein Schweinefleisch. Das ist richtig gut. Maddy hat eine Pommes. Ist noch heiß. Ich habe meinen Döner. Da freue ich mich richtig drauf. Und niemand hat ein Hähnchenrollo. Guck mal. Lass dir schmecken. Lecker. Guten Appetit. Frohe Ostern wünsche ich euch von ganzem Herzen und passend dazu gibt es heute ein richtig leckeres und süßes Rezept. Guck mal, hier ist auch für Kinder da lernen. Guck mal. Oh wow, aber warten, erst gehen wir da liegen. Komm. Nee, da hinten. Da hinten. Mit Mama Maddy, Vorsicht. Vorsicht. Oh Gott. Haben wir erstmal einen Platz hier. So, jetzt nehmen wir erstmal Platz, genau. So, habt ihr Lust zu schwimmen? Ja. Schwimmen? Schwimmen? Wolltest du schwimmen? 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 Ja. Warte,
Das war das erste Mal. Für mich war das auch das erste Mal. Denn es gibt noch eine ganz freudige Nachricht. Ich bin so stolz auf meinen Sohn. Ich muss nämlich dem Maddox ein paar Unterhöschen kaufen, denn er ist seit einigen Wochen pampersfrei. Ich freue mich so sehr und nicht nur das, er ist pampersfrei und schnullerfrei. Ich bin so stolz auf ihn. Für mich war es, glaube ich, noch schlimmer und schwerer als für ihn selbst. Denn ich saß dann abends hier auf der Couch und habe gedacht, boah, der Arme, der hat mir so leid getan, weil ich habe ja sowas Wichtiges für ihn einfach weggenommen, was er zum Einschlafen braucht, zum Beruhigen braucht. Und oh, das war für mich schlimmer als für ihn. Aber jetzt bin ich froh, dass es einfach doch so einfach war. Beide Ohren, wie ihr sehen könnt. Und eins muss ich dazu sagen. Das Video ist 2 Wochen vorgedreht. Also, wir sind quasi 2 Wochen zurück. Wir haben heute den 14. Mai. Ich muss gerade überlegen. Gestern, am Freitag, den 13., habe ich die 1000 Abonnenten geknackt. Oh Gott, ich bin so happy. Ich danke euch von ganzem Herzen. Jedem Einzelnen, der mich unterstützt. Vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt schon an der Judo-Halle. Ich nehme euch heute mit zum Judo. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, weil wir sind ein bisschen spät dran. Genau, wollte euch nochmal begrüßen. Ich nehme euch jetzt so ein bisschen mit.
love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. So, hier hat er auch den dritten Kampf gewonnen. Allerdings war der wirklich sehr, sehr schwer. Marlon ist von der Matte gekommen und hatte wirklich Kopfschmerzen, ihm waren schwindelig. Also er hat wirklich alles gegeben. So, der vierte und letzte Kampf, ebenfalls gewonnen. Alle waren mega happy und stolz. Die Trainerin, die war so happy und stolz, hat erstmal abgeklatscht und Marlon ist, glaube ich, ein Stein vom Herz gefallen. Ja, das wissen die Zuschauer. Er durfte nicht mitkämpfen aufgrund seines Beines. Ich kann es euch ja mal zeigen, wie es jetzt aussieht. Guck mal, sieht man das? Ja, ich glaube, sieht man ganz gut. Also, es ist auf jeden Fall jetzt zu, aber halt eben... Darf er noch nicht. Kommen. Niemand präpariert schon das Go-Kart da hinten. Kiddies, die warten jetzt. Jetzt sind erst Mama und Papa dran. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as me. Thank you.
scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Also es hat richtig ja, Spaß gemacht. So, und jetzt musst du ey, Lisa, ich hatte so Angst vor meiner Luan. Luan hat mich dreimal überholt. Also war richtig lustig. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe ihn extra mich ja, überholen lassen. Ja, jetzt dürfen die Kiddies. Denn heute geht es tatsächlich mal nur um mich und meine Geschichte. Wie ihr im Titel schon lesen konntet, es geht um Depressionen und um Panikattacken. Ich wollte euch meine Geschichte erzählen. Und das hat mir so unglaublich gut getan. Einfach mal mich von der Seele reden. Einfach mal alles rauslassen. Ich habe auch ganz, ganz viele Stunden dort einfach geweint und habe einfach so viel rausgelassen, sodass der Kloß von Mal zu Mal immer weniger wurde. Und nach 10 Stunden konnte ich wirklich sagen, sie hat mich geheilt daraus. Ich hoffe, ich konnte damit einigen Leuten Mut machen und helfen. Ihr seid nicht alleine, ich bin nicht alleine. Und bitte lasst uns in den Kommentaren miteinander kommunizieren und nicht untereinander fertig machen. Denn wir sollten alle zusammenhalten. Wie gesagt, es ist eine Krankheit, die man nicht sieht. Und man sollte einen dafür nicht verurteilen. Guten Morgen, ja, wir befinden uns jetzt, keine Ahnung, ich nehme mich nicht gerne selbst auf oder bin ich nicht gerade danach. Ich bin jetzt bei Timo und seinem Kumpel, wir machen jetzt fertig, wir wurden jetzt mehr oder weniger eingeladen zu einer Tuning-Show. Ich habe mein Auto zur Verfügung gestellt, Timo wird das Auto fahren, weil ich selber kann nicht lange fahren momentan und dann werdet ihr sehen, was auf uns zukommt. Also, viel Spaß dabei. So, wir sind jetzt am Ziel angekommen. Wir sind mit 4 Mann hier. Timo ist ganz gut gefahren. Pascalino ist auch hinter uns, hinter mir. Er wird heute schön fotografieren und ein paar Bilder da hochladen auf seinen Kanal. So, er lässt extra für uns. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hat gerade gesagt, wir werden uns kurz gedulden, dürften die Kids vielleicht mal mitfahren. Das ist ja richtig süß hier. Modell. 26 Jahre ist es hier.
Wow. Ich hab noch nie gesehen, oder? Nee. Ja, wir waren da schon mal, aber wir haben es noch nie gesehen. Loslassen? Aber sollst du es jetzt wohl loslassen, oder? Was sollst du? Wie süß. Ich, ich gehe da nicht bei. Das ist nicht meins. 26 Jahre. Wird hier extra was angebaut für uns. Das ist ja total lieb. Wie cool. Platz. Und es ist echt noch richtig leer. Die Jungs spielen jetzt. Ich mach Wasser, okay? Ich hol Wasser. Oh, Mädi, geh mal rein. Das ist geil, Mädi. Hier, Mädi. Komm mal rein. Ja. Das habe ich im Internet gesehen, das fand ich richtig cool. Mach mal, Marlon. Komm her schnell, Maddie. Komm schnell her. Schnell herkommen. Schnell her. Guck mal. Oh. Geil. Und wie kommst du da wieder hoch? Achso, da musst du wieder absteigen. Stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead, and I stay dead, baby, you'll get hurt. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. My heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amazing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry to confusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. And now with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. I'm so into you like a diamond.
but I'm fine at home. But if you know how to stand the flow, you don't understand what I'm doing. You don't know what I'm doing. You don't know what I'm doing. Super Wetter, deshalb gehen wir jetzt ins Maislabyrinth und wünschen euch ganz viel Spaß. Die Jungs haben bisher alle gefunden, du. Die Hälfte haben wir schon dann. Das ist echt so stickig da drin, hätte ich jetzt nicht gedacht. Maddie ist, Maddie ist klitschnass geschützt. Also ich doch nicht. Guck mal hier rein. Ja, naja, auf jeden Fall haben wir die erste Aussichtsplattform hier gefunden. Mit der Fahne, also noch eine gibt es da hinten irgendwo, aber die ist nicht mit einer Fahne oder so gekennzeichnet. Mal gucken. Oh, es ist so heiß und der arme Maler muss sich tragen. Können wir einmal da rein? Nee, da kann man nicht rein. Wir müssen jetzt den letzten Stempel suchen. Dann haben wir es geschafft. Nur noch ein Stempel. Nochmal? Jetzt nochmal. Cool. Richtig schön hier. Ganz ja. Neu, ne? Ja. Also viel Spaß. Fertig. War cool. Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen XXLDM Live Haul. Guck mal, was der Maddie gebastelt hat. Eine Laterne. Hallo. Eine richtig schöne Drachenlaterne, ne? Ja, die kann so fliegen. Die kann so fliegen? Ja. Wow. Was wollen wir denn heute machen? Laterne singen. Laterne laufen, ne? Laterne ja, singen. Und bald kommt der Weihnachtsmann. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, brenne aus mein Licht, nur meine liebe Laterne nicht. Hilf, paff, wuff. Heute habe ich was ganz Leckeres für euch vorbereitet. Und zwar ein Zimtstern-Dessert. Ich zeige euch Schritt für Schritt, wie ich es gemacht habe. Und die genauen Angaben schreibe ich euch in die Ecke. Es ist vollbracht. Unsere süßen Elche sind fertig. Ihr habt es gesehen, es ist total einfach und könnt ihr super easy nachmachen. Ich wünsche euch einen wunderschönen zweiten Advent, bleibt gesund und eine schöne Vorweihnachtszeit. Ja, ist es was ganz Besonderes. Und zwar hat heute der Marlon Geburtstag, mein Ältester. Er ist 12 Jahre alt geworden. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.
damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Unsere Gäste sind da. Susi, Adi, hallo. Mili. Hallo. 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 Ich bin lieber voll. Ja, unser also Tisch ist jetzt auch fertig. Aber Prozent haben die, 2%. Also hier unser kleinen Kuchen. Dann habe ich die Cake Pops. Aber ich sage, ja, guck mal, da ist schon wieder einer abgebrochen. Naja, auf jeden Fall werden wir uns jetzt gleich erstmal schmecken lassen. So, der nächste Tag. Und wir zeigen euch jetzt nochmal kurz die Geschenke. Also fangen wir mal an. Hat der kleine Maddie Geburtstag. Maddie ist 4 Jahre alt geworden. Sie zum Geburtstag, Maddie. Der Maddie hat Geburtstag heute, mein Schatz. Wie alt bist du geworden? 4! Alles Gute zum Geburtstag, Maddie. Hallo? Maddie ist noch halb am Schlafen. Jemand da? Nein, jetzt will Maddie Geschenke aufmachen, ne? Ja. Jetzt unseren Tisch hier gedeckt und guckt mal, was ich gezaubert habe. Einen kleinen Rentierschokoladenkuchen. Lecker. Dann haben wir hier noch so ein paar Macarons. Und dann habe ich hier einen Paw Patrol Kuchen. So eine Erdbeersahne. Genau. Das werden wir uns jetzt gleich einmal schmecken lassen. So sieht der Geburtstagstisch aus. Paw Patrol. Heute hier alles. Aber den fand ich auch richtig süß. Allererstes wünsche ich euch frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt ein paar besinnliche Tage mit der Familie. Unsere ganze Ausbeute. Es hat sich mal wieder gelohnt. Es ist aber nicht alles für uns. Das muss ich dazu sagen. Kommt gut ins neue Jahr. Bis dahin, bleibt alle gesund. Und wir sehen uns im Jahr 2023 gesund und munter wieder. Tschüss!